Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Ich bin Shadow Mask. Ich bin euer Mechasnake. Und ich bin euer Korax. Schlafen! Geht nicht! Geht nicht, Warum weil wir nicht? Ich draußen hab kein sind. Bett dabei. Ich hab zwei Wolle vorhin gefunden. Wenn ich nur eins finden könnte, könnte ich mir ein Bett bauen, aber. Oh, was habe ich denn zu gebrauchen? Aldigosch. Nein? Oben auf dem Baum und ein Feuerzeug wäre geil. Da könnte ich ein Leuchtsignal setzen. Du brennst den ganzen Wald ab. Scheißegal. Du brennst aber den ganzen Wald ab. Scheißegal. Such dir mal Was eine ihr ganz Katze. bald habt. Scheißegal. Such eine Katze. Oh, da hinten. Katze? Was ist denn das? Hä? Oh, da hinten auf der Insel springt eine Spinne rum. Ist ja schön für die Spinne. Ich glaube, ich baue mir hier oben jetzt ein Baumhaus. Kommst nie wieder zurück. Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch. Ah, doch, du musst mir noch. Hast du überhaupt was mit, um nach Hause zu finden? Komm, eine Karte, ja. Okay, und das hilft? Na gut. Hast du jetzt eine Katze schon gefunden? Nee, noch nicht. Hallo Spinne, die springt gerade so die ganze Zeit so dung, 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 die hört gar nicht auf, ey. Und die Karte bringt was, weil ich einen Korax hier auf der Karte sehe. Ja. Kompass würde mehr bringen. Ich habe beides dabei. Ja, der Kompass liegt daheim. Na. Warten wir halt mal, bis es hell wird. So Ich ist es. bleib so lange auf dem Baum. So, ich baue mir gerade ein Gemäuer außen rum. Ja, macht das. Der Mond, er singt. Ein bisschen Steu. Sinkender Ach Mond. Mann, was Oh, stimmt denn? ich sehe da hinten Land. Yep, da hinten ist Was? Land. Hinten beim Wasser, wenn ich durchs Wasser schwimme, da hinten, da ist eine Insel. Oder da ist auf jeden Fall Land. Land ist gut, weil ich Land suche. Weil es trocken. Ja, und ja, ich bin sowieso gerade auf dem Baum, aber trotzdem. Oh, da. Da kommst du mir gerade Ui. zu abgehackt rüber. Ja, jetzt ist gerade deine Verbindung wieder ein bisschen Okay. nervt. Okay. Da ist ein Creeper am Strand. Lass uns baden, vielleicht ist noch ein bisschen Badecreeper. Badecreeper. Nee, nicht im Wasser, sondern am Strand, der läuft, der steht da rum. Ein Creeper in seiner natürlichen Umgebung. Ja. Weg da mal weg. Na gut, ich gehe mal am Creeper vorbei. Und schwimme jetzt mal ein bisschen im Wasser. Selbst wenn er explodiert, dann macht es eh nur. So ist Blub. es. So, da hinten sehe ich, glaube ich, ein Skelett an der Insel. Oder? Oder ein Zombie, keine Ahnung, irgendwas. Ich gehe schwimmen. Hauptsache Gegner. Ja, ich schwimme an denen vorbei. Ah, ne, ist ein Zombie mit Helm. Ach Quatsch, ich mach den jetzt nicht tot. Warum? Ich lasse ihn leben. Hey, die Sonne geht auf. Ja, yep, und ich renne gerade, beziehungsweise ich werde jetzt schwimmen Richtung Insel. Ich werde eine neue Welt erkunden. Viel Spaß. Werde ich haben. Viel Glück. Jetzt heim. Aber hey, mit dem Wasser sieht's cool aus. Da siehst du echt den Boden sehr gut drunter. Also echt Ja. glasklar. Ja. Stimmt, Ups. stimmt. Wenn ich Sieht hier oben so. auf meinem Leuchtturm stehe, dann. Ja. Welcher Leuchtturm? Ich hab mir gerade einen Leuchtturm gebaut. Ach so. Okay. Aber glasklares Wasser. Wir sind in der Karibik. Yay. Hui, was. Was ist denn das? Ist da ein Viech im Wasser oder ist das Insel, so ein Inselboppel? Inselboppel. Inselboppel? Ja, das sah aus wie ein Kopf halt, also so ein viereckiger Kopf halt im Wasser. Aber nö, scheint einfach nur Sand zu sein oder irgendwie sowas. Aber Ja. eine andere Frage, wenn wir tatsächlich eine zweite Karte brauchen für das nächste Gebiet, wie funktioniert das? Auf dem PC gibt es eine leere Karte. Hier hast du aber gleich immer eine volle drin. Nein, die ist nicht voll. Huch, da ist eine Spinne. Echt? Die ist da voll, wo du sie aufmachst. Ja. Ja. Die füllt sich halt nur.
Da ist du musst halt in das andere Gebiet rein und da irgendwo dann mal deine Karte aufmachen. Da dann die Karte aufmachen, okay. Muss aber schon ein Stückchen drin sein. Yep. Ja, ja, klar, sonst geht's nicht. So, ich habe ein neues Biom erkundet. Ich bin und jetzt wieder in so ein Grasfeld mit ein bisschen Sand. Das ist gut. Oh, oh, hier geht's runter. Hier geht's runter, okay. Ja, überall in diesen Grasfeldern, hey, sind Löcher im Boden. Aber ist der Hammer, da sind so viele Löcher drin, da musst du echt aufpassen, dass du nicht nachfällt. Ich hab mal flicken. Ich hab grad nochmal ein Grasfeld gefunden, gleich das erste am Strand da ist sofort ein Loch drin. Mhm. Hallo, Kuh. Ciao, Kuh. Für das der Korax bei der PS3-Version immer das erste, ich erkunde die Gegend, kannst du das hier echt knicken. Ja. Ja. Und deswegen hab ich's nicht gemacht. Und hier sind auch extrem viele Gegner immer. Also selbst in den Höhlen hier, die spawnen so viele Gegner, das... Ja, ja jetzt aber mal in die Zombies. Ja, aber mal abgesehen jetzt von den Gegnern, ich meine bloß das Gebiet ist wirklich gigantisch groß, also... Ja. Und auch große Karte ausgewählt. Ja, ja, schon, aber das stellt man sich gerne am Anfang vor, wenn es heißt, heuer die Karte ist 36 mal größer, da denkst du dann, heuer, alles klar, ja, aber ist also schon gewaltig. Das wird mit der Zeit noch alles erkundet. Ja, irgendwann, wenn wir dann auch Goldrüstungen haben und so Zeug, dann geht's richtig ab. Gold? Gold? Alle Diamantrüstungen. Diamantrüstung. Gold. Was ist mit Gold? Wer macht wenn das? Unser Haupteingang nachher mal aus Diamant besteht und unser Boden vom Schlafzimmer aus Gold ist unser... Dann sind wir soweit. Ja. Dann kann's losgehen, genau. Wer sich eine Rüstung aus Gold macht, hey, der kriegt gleich mit einem Goldhandschuh eine auf die Schnauze. Ja. Goldhandschuh. Ja, weil Goldrüstung ist das sinnloseste, genauso Goldwerkzeug überhaupt. Das ist das sinnloseste, was man machen kann. Das hält nichts einfach auf mal nichts und taugt. Ist einfach nur bla. Gold kannst du knicken. Das Einzige, was du wirklich Gold brauchst, ist für die Eisenbahnschienen. Gold kannst du knicken. Oder für Goldäpfel oder so. Oder goldene Karotten und goldene Äpfel und sowas halt. Ach, selbst das ist bla. Was man hinzufügen sollte, ist für die, die es nicht wissen, Gold ist extrem weich. Ja, und für Goldnuggets, das braucht man ja zum Mixen, glaube ich, von manchen Tränken. Ja. Ja, gut, okay. Da brauchen wir es auch noch. Aber sonst brauchen wir es eigentlich gar nicht. Alter, da schlachtest du die Tiere vor unserem Haus ab und was passiert am nächsten Tag? Das ist wieder alles noch genauso mit Tiere. Ja. Ja, ich weiß nicht. Fällt dir was auf, Micha? Hey, du hast den Weg da unten. Lassen wir das Vordach oder machen wir da eine Wand runter? Welches Vordach? Ja, das, was hier unten gerade unter mir ist. Über mir. Ich würde da unten einen Stall reinsetzen. Da hast du recht, aber dann müssen wir den Weg umbauen. Das können wir ja machen. Wir können da auch an dem Stall vorbeiführen lassen, den Weg. Was ist da hinten drin? Mach halt auf. Noch nichts. Ah, da wird's ein Netherportal, ja? Mhm. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden Interessantes, leider. Außer viel Wüstenstücke Volk. Und haufenweise Dschungelbiome. Also ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich tue halt überall... Also aber du bist da. Ja, genau. Hauptsache ich bin da. Okay, ich bin... keine Ahnung wo. Weg. Ich kann ja mal irgendwie die Richtung wieder lang, wo unser Zuhause ist oder so. Oder, nee, ich gehe in die Richtung jetzt. Durch den Dschungel. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Genau. Direkt durch diesen Dschungel führt ein Fluss. Da unten ist ein Fluss. Gut. Und hast die Katze eigentlich gefunden? Nee, ich habe aufgegeben. Wie kannst du nur bring Katzen mit? Es wird sich irgendwann finden, das Mistvieh. Bring Katzen mit. Oder ein anderes. Oder ein anderes. Bring Katzen mit. Und bring Sand mit. Ja, bring Sand mit. Warum nicht? Es gibt darüber und das heißt, das ist die Dachebene. Also ihr seid irgendwie... laut Kompass hinter mir. Okay. Ja, ich schwimme gerade den Fluss durch den Dschungel entlang.
gucken, ob ich irgendwo rauskomme. Ein Steinmeer, sehe ich gerade so. Was? Echt? Steinmeer? Ja. Brauch schon wieder Steine. Was? Okay. Ich habe ein Stück von dem Dach schon ausgebaut dann. Also von der Decke. Oh, scheiße. Oh, ich wollte den Ofen die... angucken. Ha? Wie der Hund gerade den Ofen begafft hat. Oh, Ofen, Feuer. Oh, Feuer. Feuer, anzünden. Ich habe mir gerade gedacht, so scheiße, was greift mich gerade an? Nix, der Hunger greift mich an. Ich habe auch kaum Pflasterstein. Haben wir noch irgendwo Pflasterstein? Oh, hier sind ich habe vorhin ein bisschen mitgebracht, aber... Micha. Ich schmeiße direkt mal in den Ofen rein. Micha. Ja, ja. Komm her, hier sind zwei, ja, ja, hier ja. Sind zwei Katzen. Ja, ist egal. Vielleicht hast du ja das Glück, also... ja, doch, bring Kohle mit. Verliere ich die Viecher nicht, wenn ich irgendwo weglaufe? Ach, hier sind sogar drei Katzen. Wenn du sie jetzt einsammelst, mitnimmst, dann laufen sie dir hinterher. Na gut, dann muss ich aber erstmal angeln, weil ich... Hab keine Fische, ich hab dir die alle gegeben. Ach so, und ist sogar eine Babykatze da hinten. Egal, hier dran, hier ist eh so ein Fluss halt, dann kann ich gleich angeln hier. Brauch mal wieder Schaufeln, ich hab keinen Schaufeln mehr. Ich versuch mal drei Katzen zu regen. Nehmen wir erstmal ein paar Fische mit. Durchschau. Ein Fisch haben wir. Gar kein Stein mehr. Kann man auch Babykatzen fangen? Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, okay, die Babykatze ist gerade ins Wasser gefallen und kommt als Ganze raus. Nee, Quatsch, da ist die andere. Ich denke mir schon. So, hä? Was suchst du, Micha? Ja, eigentlich Stein, aber ich habe jetzt gerade mir... Warte, über Stein oder wie? Nee, Dinge ins Koppel. Muss ich aus dem Ofen ziehen. Ja, egal, ich mach mir. Ich grab nur oben geschwind ein bisschen das, den Garten gerade, dass wir Bäume pflanzen können und dann gehe ich eh wieder nach unten. Okay. Weil ich noch Diamanten suchen will für unser Diamantenboden. Ja, genau. Ja, doch, so langsam ist eine gewisse Form an. Selbst draußen, komm mal hoch auf die Dachterrasse. Und wo, ja, warte kurz. Und wie tue ich die dann anlocken mit L2, also mit L2 dann draufdrücken auf die Viecher, oder? Langsam angekrochen kommen und dann warten, bis sie zu dir herkommen und dann füttern mit L2. Ja. Also soll ich so verhalten wie immer, ankriechen und dann, naja, ne? Naja. Du mich auch. Okay, ich habe wieder drei Fische. Also drei, ich habe doch mehr. Egal. So, bin oben. Siehst du die kleine Blaubeeren? Ja, da wird es hier oben Baumplantage und so Zeug alles. Was soll ich sehen? Da mit den Bäumen und so. Mhm. Gut, gut. Doch, ist nutzbar. Hä? Das wird schon passen. So ist es. Ach da. Es hat einfach zu passen. Denke mir schon so, hä, ich habe die Viecher geangelt, aber ich habe immer noch drei Fische, die sind da runtergefallen. Ja, wenn du deine Angel nicht hoch genug hast, dann fallen sie ins Wasser. Aber es kommt gerade eine Katze auf mich zu, eine Babykatze. Ich weiß nicht, ob ich die nehmen kann überhaupt. Ah, da oben ist eine große. Wo ist die große? Nicht abhauen, große. Weg. Ist irgendwie hier zwischengelaufen. Ah, da ist er. Hallo. Ja, hallo, ja, genau. Miet. Komm, Miet. So, unter die Deckenebene. Wird das denn ein großer Raum oder was machen wir mit der Plattform draußen? Wo? Unter der Treppe oder wie? Nee, hier wo ich die Plattform gezogen hab. Warte mal. Warte, das muss ich mir anschauen. Da sind zwei Babykatzen und zwei große laufen hier rum. Dann nimm mit, was du mitbringen kannst. Ja, ich versuche mich gerade hier ranzuschleichen, aber die laufen hier immer um diese scheiß Bäume herum, dann sehe ich sie nicht mehr. Ja, das würde ich, wie gesagt, unser Lagerraum machen dann. Okay, also einen großen Raum. Ja. Ey, ich habe schon wieder keinen Stein. Ich glaube, ich habe hier mal die Umrisse frei. Dann kriege ich nämlich den Pflasterstein. Und dann kann ich nämlich Stein brennen. Ey, ich habe eine Babykatze.
Löwenzähma, du hast Trophäe erhalten. Boah, das Viech hat fünf Fische gefressen. Dass ich die müsste ja wachsen. Hey! Hallo. Kommst du her? Ah, schon Durchgang. Ah, cool. Kann ich das hinten wegreißen? Ich tue mir hier ein bisschen angeln. Es wird schon wieder dunkel, aber eine Katze habe ich. Die ist schwarz geworden. Komm, schlafen. Schlafen, okay. Okay. Auf geht's. Ah, oh, auf dem Weg. Die Katze müsste dann noch neben mir stehen, oder? Hoffe ich. Ja? Die Katze müsste dann noch neben mir sein, obwohl ich schlaf. Ja, ja. Normalerweise, ja. Dann komm, auf geht's. Geht pennen. Micha. Ja, ich bin schon. Schneller. Geht man schon drin. Schneller. Noch schneller. Ihr habt die Katze neben mir. Hallo Katze. Ja, ja, der Durchgang ist geschickt. Komm schneller zur Baustelle, ja. Ja. Verdammt, ich hab einen kürzeren Arbeitsweg. Ups. Schön. Das wollen wir doch alle, einen möglichst kurzen Weg zur Arbeit. Besten in der Arbeit leben. Ja, oben drüber oder sowas. Ach, da lobe ich, ja. Lob ich mir dann, sein eigener Chef zu sein. Ja, aber erstmal eigener Chef sein, ne? Was? Arbeit? Ich glaube, ich komme heute gar nicht. Leute, heute ist krank. Was? Ja, ist so. Aber Chef? Nein. Ich glaube nicht, aber Chef. Ich glaube, da heißt es dann, oh, der Chef macht wieder krank. Oh. Oh. Schon wieder? Oh. Er kann's halt. Ja, dann geht's zurück. Chef, warum sind Sie immer krank? Weil ich's kann. Wie unserer. Der war jetzt 3 Wochen im Urlaub und, als er dann hätte kommen sollen nach 3 Wochen, war er krank. Oh. Hm. Oh. Da ist ja mein Dingensraum hier. Ups. Mein Dingensraum da? Ja, hier, wo der Amboss steht. Ach so. Okay. Angelsimulator. Steine in rauen Mengen. Erde brauchst du nicht, oder? Nicht mit Erde. Weiß ich nicht, ich baue hier gerade Erde ab. Erde ist weich, ich baue nicht mit Erde. Brauchst was Hartes. Stein. Na, 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 na. Du musst die Gezeiten überstehen. Ja. So, jetzt haben wir jetzt mindestens mal wieder ein etwas größeres Feld da oben. Das müssen wir nachher bloß auch noch mit ausmauern. Ausmauern? Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, da das Abtragen nachher. Sind es noch 1, 2? Einer mit dem Schwert. Wo ich einfach mal rüber und dann schau ich mal, wo ich rauskomme. Jetzt wünsche ich mir eine Diamantspitzhacke mit Effizienz. Oh ja. Jetzt ganz einfach. Klack, 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 klack. Yep. Und nur Diamanten mit Glück halt. Für Diamanten, zack, einmal kloppen, gleich 3 raus oder 4. Haben wir schon Diamanten? Nein. Nee, noch gar nicht, das wollte ich eigentlich machen. So. Wir müssen mal eine Mine bauen. Boom. Genau. Boom? Ja, wir müssen eine Mine bauen. Willst du eine sprengen? Ich will jemanden sprengen. Wir haben doch auf jeden Fall unten eine riesen Mine. Eine fertige. Haben Lass mal schauen, auf welcher Ebene ich hier bin, wenn ich jetzt mal nach unten gehe. Wo ist die Katze? Jo, schweigen im Walde. So, ich bin Level 12 hier unten, also Ebene 12, das ist sehr schön. Ist gut. Jo. Ach, ich war ja noch beim Buddeln, bis es dann hieß, schlafen kommen. Schlafen kommen. Schon wieder? Nein. Nö. Will dich nur ärgern. Aha, jetzt bin ich auf 9, dann wäre das hier 8.
Komm schon, beiß an, Fisch. Ich brauche 5 Fische gerade mal. Wieder. Komm schon. Komm schon. Beiß in die an. Meint es funktioniert? Nein. Ach, muss beim Angeln still sein, das ist Angelsimulator. Mitti. Haben wir es auch wieder. Musst du auch mal wieder rein. Yep. Ja. Block, 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 Block. Die Katze ist süß. Die ist schwarz-weiß und hat grüne Augen. Mhm. Ist eine Babykatze. Meine Katze hat immer blaue Augen. Die haben grüne. Unrealistisch. Nein, Minecraft. Ja, unrealistisch. Also, ich hätte von Minecraft mehr erwartet. Ach, die Gott. Ja, jetzt komm. Du weißt ja, diese unglaubliche Physik, wenn du einen Baum unten abschlägst, dass der noch stehen bleibt und so weiter. Natürlich. Timber! Diese unglaubliche Realismus. Aber extrem. Na, oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Oh. Deswegen gibt's auf dem PC die Timber-Mod. So, jetzt habe ich 5 Fische. So, wo ist Katze, andere Katze? Neue Katze. Mietzi. Wo ist meine Mietzi? Mietzi. Mietzi. Oh. Eben war sie noch hier, wo ist sie denn? Alter, wie viel Kies hier unten ist, das ist abnormal. Bring Kies mit. Ja, mach ich ja. Mietzi. Irgendwo Holz? Ja. Oh, da kommt einer angelaufen. Komm. Ocelot. Otzekotz. 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 Komm. Bäckerchen. Ihr Feine, komm. Dass wir ganz im Dunkeln stehen. Im Walde. Wie so oft. Ja. So. Lass dich wahrscheinlich auch gleich reinschmeißen. Bringt mal übrigens Kohle mit. Ja, ich hab schon ein bisschen entdeckt wieder. Weil so viel haben wir nicht mehr. Ich bin ja gerade kräftig am Verfeuern. Ich hab hier roten Stein. Bring mit. Yay. Jo. Zeigt Herzchen. Nochmal Herzchen. Noch mehr Herzchen, noch mehr Herzchen. Und die Fische sind alle weg, scheiße. Mhm. Gierig, die Dinger, ne? Alter, hör mir auf, ja, das hat gerade 5 Dinger gefressen hier und Herzen sind halt rundherum. Aber ich habe keine Fische mehr. Ich habe 5 Dinger gerade an dem Viehfahrerapparat, ne? Was? Ich muss mal einen angeln. Immer noch nicht zahm. Nein. Ich angel gerade mal gucken. Angel die Katze. Okay. Angel sie mit heim, ja. Komm mit, jetzt hab ich den, jetzt habe ich dem Viech den 6. Fisch gegeben und immer noch nicht. Heftig. Was? Aber Herzchen waren drumherum und jetzt ist er gerade abgehauen. Weiß viel. Bin ich satt, jetzt kann ich ihn. Na, ich angel jetzt noch ein bisschen, brauche noch mehr Fische. Scheiße. Ich will auf jeden Fall 2 Katzen mitbringen, da kann man die züchten, ja, oder? Ja. Ja. Also. Eine kleine habe ich ja, eine Babykatze, aber die andere. So, der Umriss steht. Das Lägerle. Komm schon. Oh. Da lang. Und wieder zurück. Zurück. Babykatze. Ja. Das Zeug, also das Dach zumachen. Weiß ich, brauche noch mehr Stein. Bin ja gerade in der Höhle und bring Stein mit. Übrigens bringe ich auch Metall mit. Ich habe hier ein bisschen was gefunden. Bring Kohle mit. Kohle? Ja, wenn ich bring Sand mit. Genau, bring Sand. Wofür mit. Sand? Für Fenster? Egal, bring Sand mit. Achso. Bring Kohle mit und bring Sand mit. Ja, Sand eher nicht, aber Kohle kann ich. Sand ist wichtig. Bring Fenster mit. Ja, die finde ich auch hier unten, genau. Liegen da so rum. Klar.
Geh mal in den Baumarkt, da findest du auch Fenster. Die wachsen, da auch nur so rum. Die wachsen da natürlich. Klar. Ja, klar. Fenster wachsen natürlich im Baumarkt. Die ganzen Glasverarbeiter, die tun alle nur so. Mhm. Das wächst alles da. Genau. Wächst vom Glasbaum. Ja. Da kommen noch die Glasknochen dann her. Genau. Oh krass, die Glasknochen. Da kommt dann wieder der Begriff der gläserne Mensch her, oder? Ja. Ja. Kennt eigentlich jemand von euch jemand mit Glasknochen? Nein. Nee. Der Typ von Unbreakable. Ja gut, aus dem Film, klar. Ich meine, ist so ein Real. Nein. Ah. Weiß auch gar nicht, wie selten das ist. Das muss ja eigentlich auch sehr seltener Fall sein. Ja. Es ist relativ selten, aber... Micha, komm nach oben, es wird wieder dunkel. Ja. Oder ja, dann guck, dass ihr die Nacht irgendwie so rumkriegt, weil ich bin hier unten beim Minenbuddeln. Ich hab da kein Problem mit. Ich schon, ich hab eine Katze und... Ja. Dann greif dich immer schon mal keine Creeper an, ne? Ja. Was, bei wem? Deine Katze hat. Achso, stimmt. Muss ich mich mal hochstecken. Och. Voll Redstone, Metall, Kohle. Aber meinst du, ich finde hier unten Diamanten? Nö. Oder mal Gold oder so? Nö. Ups. So, na. Oh, da müsste eigentlich von der Zeit auch schon relativ weit sein, ne? 27. Ja. Okay. Oh, ich habe Gold entdeckt. Oh, schön. Bring mit. Jo. Und bring Sand mit. Nein. Doch. Nein. Plagt euch. Nein. Doch. Nein. Na gut, wenn ja, dann soll er hier runterkommen. Ich bin gerade hier oben auf dem Baumdingens und... muss ja die Nacht überstehen. Und unter mir ist meine Katze irgendwo. Ob es einfach mal genau aufgeht mit den Fenstern zum einen Teil. Echt? Aber ganz genau. Hallo Kätzchen. Ab. Miet, ihr feine Miet. Da entwickelt auch Napfkuchen. Ihr fein. Oh, tut sie mich besuchen. Oh, wie süß. Hüpft hier was, auch noch. Was, Otto, tut dich besuchen? Nee, die Katze hier, die Mini-Baby-Katze. Wird deine Katze Otto genannt? Nein. Du musst mal hinhören. Otto? Keiner. Ich hab nicht Otto gesagt. Wer ist Otto? Otto? Otto. Ottili. Katze. Wie es einfach aufgeht. Die Katze sitzt auf dem Baum und guckt mich an. Denkt sie auch, hier komm? Nö. Obwohl. Hallo. Ich komme. Katzi. Katzi. Hallo, Mietzi. Miet. Ihr feine Miet. Ja, bist du eine Brave? Ja? Ja, mach ein bisschen Licht rein. Ja, bist du eine Brave. So. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen in Sicherheit hier auf dem Baum, gell? Du bist auch hier oben? Ja, genau. Er redet mit seiner Katze. Natürlich. Nein, hast du es gemacht. Ja, bist du eine gute Katze. Genau, und später benutzt du einen Korax im Bett als Katzenklo, gell? Ja, fein. Nein. Ja, fein. So, dein Lagerraum wäre soweit da. Perfekt. Haben wir doppelte Wände, ne, gell? Doppelte Wände? Nein, aber können wir machen. Was, doppelte Wände? Weil wegen die Rohstoffe wieder an die Wände hängen, dass man weiß, was drin ist. Ach so. Nö, geht nicht. Geht nicht, na, müssen wir Schilder machen. Genau. So, das heißt, jetzt brauche ich Glas. Hab ich Glas? Nein. Bisschen ist noch da. Ja. Bring Sand mit. Ein Glasblock. So ja, viel. Aber wir haben auch noch Glasscheiben irgendwo. Ja, stimmt, aber noch Glasscheiben. Und noch mal 5 Glasblöcke. Na dann. Da siehst du, ein Glasblock und 5 machen 6. Das heißt, du kannst schon 6, 12 Glasblöcke herstellen. Ja, jetzt habe ich 50 Glasscheiben. Alter.
Wo ist Mizi schon wieder hin? Mizi. Doch. Da bist du, Mizi. Mizi. Oh, Mizi ist gewachsen. Mizi ist jetzt ausgewachsen. Ja, haben Katzen 20. War die ganze Zeit eine Babykatze, jetzt ist es eine große Katze. Wahrscheinlich hätte sie das gelabern und dann hören können und ist dann groß geworden zum jetzt abhauen. Ja, nee. Du weißt, bei Stress alles nur schneller, ne? Stimmt. Okay, Mizi, du tust nachher Michas und Korax Bett als Katzentor benutzen. Ich habe fünf Hunde. Ja. Ich glaube, deine Katze wird keine Chance haben. Ach, die sind mittlerweile schon tot. Was? Meine Hunde? Mit der habe ich rausgeschickt. Warum? Da war ein Gegner. Da habe ich sie in Lava geschmissen. Also die Hunde. Ach, schön. Also, Katze, du bist das Einzige jetzt noch. Braves Vieh. Die fliegt auch in die Lava. Nein. Die Katze kratzt dich und du fliegst in die Lava. So schaut's aus. Nein. Kann ich eigentlich vom Baum hier aus angeln? Normal schon, oder? Bis aus? Ja, doch. Das sieht gar nicht so schlecht aus in dem Ding. Mit der Katze. Mach ein bisschen Platz, dann kann ich vom Baum... Alter, kann ich keine Spitzhacke aus Redstone machen? Alter, ich hab so viel. Hups. Ja, eine leichte Veränderung sieht man. Gegenüber vorher, auf jeden Fall. Redstone. Aber hey, wir haben noch so viel vor uns. Allerdings. Übel. Echt übel. Ja, so ist es halt. Wenigstens ist der Eingang schön beleuchtet. Geil. So, dann brauchen wir Truhen. Aber das machen wir, glaube ich, eher in der nächsten Folge. Das würde ich sagen, ja. Jo, apropos nächste Folge. Oh, Lava. Ich kann nicht schlafen. Ja, aber das ist das Zeichen, dass wir jetzt einen Cut machen, weil wir sind nämlich schon, glaube ich, schon über der Zeit oder an der Zeit. Jo, das sind wir. Na gut. Deswegen sage ich jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Genau. Dann sage ich auch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.